Alter, was ist das, Mann? Das sowas haben in Wunder nicht mal so viele Leute. Heute wird so cringe. Ich glaube, ich sterbe gleich. Was geht, YouTube? Marcel ist back am Start hier für euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem neuen Channel, auf dem ich Daily Videos hochlade. Ihr könnt also gerne ein Abo dalassen, vielleicht einen Kommentar für den Algi oder vielleicht ein Like, falls ihr den Kanal gerne verfolgen würdet. Mich würde es total freuen, sehr supporten, Freunde. Danke auch für das Feedback auf dem Video gestern, denn niemals gedacht, dass so ein Lost Places Video so gut bei euch ankommt. Ich glaube, ihr habt es einfach gefeiert, dass ich mir in die Hose geschissen habe. By the way, nicht über die Frisur lachen, ich habe mein Bestes gegeben, Freunde. Heute wird es cringe, weil es heute auch einen tagesaktuellen Bezug hat. Denn jetzt, heute Nacht, wurde die PlayStation 5 angekündigt und die Leute haben angefangen, die vorzubestellen. Überall auf Social Media sind die Leute voll mit, ich habe keine mehr bekommen. Als ob es irgendwie was Neues wäre, dass die neuen Konsolen immer direkt ausverkauft sind. Und dann ist mir was eingefallen. Wir gehen zurück ins Jahr 2013, wo ein gewisser Marcel Scorpion versucht hat, eine PS4, die letzte Generation oder die aktuelle, vor Ort am Release-Tag zu bekommen. Und das ist eins der legendärsten. Es hat 1,5 Millionen Views und gleichzeitig cringigsten Videos, die ich je gemacht habe. Und es passt so gut heute ins Thema, weil heute die PS5 vorbestellbar ist. Marcel mitten in der Schlacht um die PS4. Let's go. Ich habe mein Video gerade mal auf Twitter gepostet und hier alle kennen noch die ganzen Insider und so. Ich finde das echt richtig witzig, Alter. Das ist echt ein geiles Feeling. Und dieses Video, das feiern einfach hier auch so ein John Rage von früher, also der das früher halt eher aus Abonnentensicht gesehen hat. Und jetzt ist er ja auch ein riesiger COD-YouTuber. Finde ich richtig cool. Ich glaube, das wird witzig. Also, wir schreiben Freitag, den 29. November 2013. So, Leute, ja, ihr habt es gesehen, es ist 8.31 Uhr am 29. November 2013. Das wird so kacke, Digga. Es ist mir jetzt schon so unangenehm. Das ist der Vlog-Style von Boomern, Digga. Das ist der Boomer-Vlog-Style. Frisur geht, sky is the limit, meine Freunde. Ihr fragt euch jetzt, wie konntest du da um 8.30 Uhr wach sein? Keine Sorge, die Antwort werdet ihr jetzt bekommen. Und das bedeutet, jetzt werde ich mich auf die Road zur PS4 begeben. Road zu PS4. Ich bin, by the way, ich kann es nicht sagen, weil sonst das Video gesperrt wird. Das heißt, ich werde gleich zum Mediamarkt fahren und gucken, will wissen, was da jetzt abgeht, Alter. Ob da jetzt die Leute schon richtig am Warten sind, Mann. Ob die das Ding jetzt bekommen oder nicht. Ich werde sozusagen als Reporter für euch da sein. Und als Reporter für euch da sein. Versuchen selber einen zu bekommen. Aber das ist nicht so schlimm, wenn ich den nicht bekomme. Ganz ehrlich, ich kann warten. Ich bin nicht so heiß drauf, aber ich werde es trotzdem versuchen, einfach so das verfolgen. Das war auch kein Bluff. Ich war wirklich nicht so heiß drauf, weil ich war mir eh sicher, weil das war kurz nach Ghost Release. Und weil Ghost eh schon so am Abkacken war, war ich mir eh sicher, dass es für mich keinen großen Unterschied macht. Und actually habe ich die PS4 dann erst, habe ich mit Anton ausgepackt. Ich meine im März oder April im nächsten Jahr, also 5 Monate später. Das heißt, es war da echt nicht dringend oder so. Aber es ist trotzdem so witzig geworden. Hab genug Geld und ja, mal schauen. Was ich euch übrigens noch zeigen wollte, ist hier mein Badezimmer, im Übrigen mein eigenes. Ist dieses Ding mein ganzer Stolz, mein Pissoir. Ich hab's in jedem Video gezeigt. Das Beste, was ich habe, ich will ja nichts sagen, ja. Das ist einfach krass. Das war diese ApoRed-Imitation, die war in jedem Video. Ich will ja nichts sagen, ich will ja nicht pushen. 127 cm Brustrückenumfang. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt nochmal kurz hier die Uhrzeit. Digga, ihr müsst euch das vorstellen. Ich gucke da gerade 7 Jahre in die Vergangenheit. Das ist so wild, dieses Gefühl. Es ist so surreal, Mann. Das ist jetzt nochmal ein Jahr vorher, als wir letztes Mal hier, wo wir auf Full House reacted haben und auf mein erstes Mal. 32. Das Ding bekommen. Wofür habe ich eigentlich den Rasierer da gehabt, frage ich mich gerade. Also das Gesicht sieht nicht aus, als ob da irgendwas rasiert werden müsste. Ja, ja, Jungs, ich würde mal sagen, Winterhandschuhe sind angezogen. Das heißt, die Deutschen werden zusammengeschlagen. Das war so ein MPO-Running-Gag. Also das waren so, man merkt so, mit welchen Leuten ich damals befreundet war. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg. So, wir müssen ein bisschen lauter sprechen, weil da Hintergrundmusik... Also ich kann es ja jetzt sagen, ich habe warum auch immer hier nicht so richtig nachgedacht, weil diese Straße ist einfach wirklich so nah an meinem Zuhause dran in Hameln gewesen. Warum habe ich nicht 2 Straßen später angefangen? Und hier bin ich noch im OG 1994er Opel Astra unterwegs, Freunde. 60 PS. Wer braucht Servolenkung? Wer braucht Zentralverriegelung? Wer braucht überhaupt ein Navi oder so? Nein, das ist das OG-Fahrzeug. Die Leute, auf jeden Fall sind wir jetzt auf unserem Weg zu Mediamarkt. Ich fahre hier mit unglaublichen 150 km/h durch die 30er-Zone. Aber getankt werden muss auch mal wieder, Marcelo. Muss jetzt natürlich rechts vor links beachten. Souverän gemacht. Und ich würde sagen, gleich beim Mediamarkt. Hatelan. Erfolg geht noch zum Marktkauf, Diolo. PS4! Jetzt sage ich ein Wort, was ich rausschneiden muss. Everybody got the same thing to you. It's just a matter of how you solve them. Ich muss mal kurz schauen, ob dieses Video geclaimt wurde von den Liedern, die ich gesungen habe. Warte, ich logge mich mal kurz auf einen anderen Channel ein. Okay, krass, das Originalvideo hat keine Sperrung bekommen wegen Urheberrecht oder so.
Ja, nice, dann habe ich wohl nicht so gut gesungen. Perfekt. By the way, Boomtown Rats war das Skater-Hockey-Team, wo ich früher gespielt habe. Yeah! Und jetzt geht's ab! Cause I don't know if this for sure. So eine Mucke feiere ich immer noch brutal. Noch eine Kurve, Leute, dann bin ich... Also wirklich, ich habe ja durchgemacht. Ich glaube, ich habe es gar nicht erwähnt. Ich habe ja die Nacht davor einfach keine Sekunde geschlafen. Das war die einzige Möglichkeit zu der Zeit. Das war so 2 Monate, nachdem ich mein duales Studium abgebrochen habe. Also das war wirklich eine der krassesten Findungsphasen. Die ging auch ultra lange in meinem Leben, muss ich sagen. Und ich war ziemlich lost. Es war auch eine Zeit, wo ich wirklich oft unglücklich war, muss ich sagen. Und YouTube war so der Halt. Also YouTube hat mich wirklich... Einerseits natürlich krass irgendwie auch, ich sag's so ein bisschen durcheinander gebracht, weil das war natürlich krass, so jemand wie ich, der null Aufmerksamkeit gewöhnt war, der irgendwie nie irgendwie Girls oder so am Start hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal ein Date gehabt. Jemand, der halt auch in der Schule jetzt so komplett normal beliebt war. Es war natürlich krass, hier zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie 40.000, 50.000 Abos. Und es hat sich so angefühlt, als ob sich da irgendwas verändert. Und dann habe ich das duale Studium abgebrochen, so halt mit der Hoffnung, dass YouTube klappen könnte. Und es war dann auch so, aber es ist einfach nur verrückt. Ich bin bei meinem Ziel angelangt, beim Mediamarkt. Wir stehen jetzt hier noch mitten in einem Stau. Und ich denke, dieses Video beweist auch endlich, dass ich ein bisschen älter bin als 12, ja, weil ich kein Auto fahren. Ich blinke natürlich, die Ampel wird gerade rot und ich denke, meine wird bald grün. Und deswegen bin ich mal wieder weg. Bis gleich. Genau, jetzt war ich hier bei so einem Marktkauf gegenüber, da war ich sowieso immer, da habe ich immer Pizza gegessen. Den Controller wollte ich schon immer mal haben. Damals müsst ihr euch vorstellen, heutzutage hat man das ja öfter schon mal gesehen, dass sich jemand mit dem Handy irgendwie selber filmt oder dass jemand eine Vlogkamera hat. Damals war ich mit einem Camcorder. Ein Camcorder hatten vielleicht Leute, die auf dem Kinderspielplatz unterwegs waren. Ihr wisst, was ich meine, so ein paar eher, ja, strafauffällige Jungs. Also ich sag mal ehrlich, das hatten nur Gestörte damals so Camcorder und sind so rumgelaufen. Das war da so, hätte mich da der Marktleiter erkannt, wäre ich safe rausgeflogen. Weil das war einfach, das war nicht üblich. Mit so einem spielt doch Anton. Genau, da war Antons Controller kaputt, er hat mit dem Big Band Controller gespielt. Die Kameraführung 1A. Mitarbeiterin. Ich glaube, die spreche ich jetzt auch an. Entschuldigung, das ist alles, was Sie an Deo und so weiter haben. Das ist Geschenkpapier. Und Deo, haben Sie das hier auch? Ein Gang weiter. Perfekt, danke schön. Bitte schön. Es gab damals so ein Deo. Die meisten von euch werden es noch kennen, Nivea Dry Impact. Das war ein legendärer Running Gag, weil ich habe ja immer gesagt, ich schwitze, wenn ich mich anstrenge. Ich würde sagen, ich habe das auch in Deutschland eingeführt, das Wort. Also ich will es nicht zu viel sagen, aber ich glaube, es war schon maßgeblich. Aber dann haben wir immer gesagt, wir schwitzen und da brauchen wir Deo. Und dieses Deo heißt halt Impact und unser Clan damals hieß auch Impact. Und es war so, dass wir das so rausgefunden haben, dass ich da damals angerufen habe bei Nivea. Und ach, das war so witzig einfach. Das war so ein Telefonstreichvideo. Da ist es, ich sehe es schon. Da drüber. Ich will es als Spray. Ach so, das war nicht Spray. Haben Sie gefunden? Oder ja, brauchen Sie Hilfe? Nee, ich hab's hier. Wie nett ist die Frau bitte? Heutzutage wirst du froh sein, dass sie überhaupt geantwortet wird. Jetzt so, ob ich noch Hilfe brauche und so. Wahrscheinlich dachten die, ich bin gestört wegen der Kamera. Ja. Das habe ich genug. Das für Nivea. Ja, genau, Nivea. Richtig. Das ist ein Roller, Mann. Ich will keine Roller. Tja, ich will keinen Roller, hat Apache zum Glück nicht gesagt. Ja. Wichtiger als alles, was man an PS4 und so kaufen kann, ist natürlich dieses Deo, Extra Impact. Alter, warum zitter ich so und warum sage ich Extra Impact, obwohl es Nivea ist? Impact, hier. Impact ist auch trocken am Start. Entweder ich bin mies aufgeregt, aber ich bin übel am sagen. Zittern. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zum Mediamarkt. Let's go! So, da hinten ist alles voll. Ihr müsst euch vorstellen, früher war da wirklich noch nie... Also da standen noch nie Leute auf dem Parkplatz. Das heißt, da hat man schon gemerkt, es war irgendwie weird und es werden noch viel mehr Leute. Und sowas habe ich wirklich davor und danach in Hameln beim Mediamarkt noch nie erlebt. Noch nie. Also wir sind jetzt hier am Release-Tag und es macht erst in einer Stunde auf. Und trotzdem ist schon alles voll. Scheiße, ich werde nichts bekommen. Egal, Mann, ich bin jetzt für euch als Reporter noch tätig. Scheiße darauf, dass ich keine PS4 bekomme. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich ja 400 Euro hatte. Hab ich ein bisschen gefilmt, genau. Alter, was ist das, Mann? Das ist sowas. In Hameln wohnen doch nicht mal so viele Leute. Ja, der Pollux fährt wieder vorbei hier. Ist doch schon 10, oder? Ja. Jetzt geht die Tür auf. Ich glaube, da war sogar Security an dem Tag angestellt.
Jetzt die Tür ist auf. Gucken, wie viel Gewalt, wie gewaltbereit die Menschen sind. Stehen sie alle vor. Gucken, wie gewaltbereit die Menschen sind. Er rusht links rein. Er hat's clever gemacht. Guck mal, das ist immer das Ding. Einer fängt an, irgendwie sich vorzudrängen und dann drehen Menschen einfach durch. Ja. Hey du, aber ich glaub's ja hier wohl nicht. Ja, sag mal, spitzt du was? Genau das hört man dann immer. Aber ich lache immer nur über sowas. So, ich bin halt einfach irgendwie anders, keine Ahnung. Schau, es gibt eine Schlägerei, ja schon zu krass. Aber den Ass habe ich gut gefilmt. Sicherheitsleute? Geil, Mann. Ja, und dann hat nur Videos, Leute. Ich will nur einen Toaster kaufen. Es ist eigentlich der witzigste Spruch, der je gemacht wurde. Ich will nur einen Toaster kaufen, aber sich so in diese Schlange zu stellen, statt irgendwo anders hinzugehen. Ja, dabei habe ich auch gleich. Ich will es wissen, Alter. So, jetzt gleich komme ich rein. Zu geil, was hier abgeht. Was habe ich eigentlich für einen Style? Mantel, Sportjacke, Jogginghose und so komische Schuhe, Alter. Das ist so geil. Geil, Mann, ich schwöre. Alter, guckt euch das an. Guckt euch das an, es geht um eine Spielkonsole. Sie soll Spaß machen. Das geht ja noch, Mann. Love Parade 2010. Das ist so dieser Marcel-Humor, ne? Das würde ich heutzutage gar nicht mehr sagen, so. Love Parade 2010. So, das so, damals hat man sich das noch mehr getraut. Damals wurde man nicht wegen jedem schwarzen Humorwitz mal komplett hops genommen. Guck mal, wie ich jetzt renne. Ich renne jetzt. Guck mal, die Leute, Digga, das ist so krank, Digga. Rennen, Leute, rennen. Müssen auch hier rennen. Müssen auch hier rennen, Digga. Guck mal, Digga. Das ist so gut, Digga. Was hab ich für eine Jogginghose? Slimfit war da noch nicht erfunden, aber na koi dumm. Ich komme so süchtig vor, so falsch. Ja, das ist gut, dass ich das wenigstens dazu sage. Das ist jetzt das legendäre Thumbnail und ich war nicht traurig, ich war einfach nur müde, deswegen hatte ich rote Augen. Die Leute haben geschrieben, man sieht, er hat geheult. Digga, ich habe noch nicht geheult, Mann. Den Spaß war's wert. Digga, ich sehe aus, als ob ich wirklich tonnenweise THC konsumiert hätte vorher. Dabei waren es nur zwei Johnnies, nein Spaß. Ihr wisst, ich mach's nicht. Wäre ein witziger Plot-Twist, aber. Ist doch eh besser als die PS4. Try to anything for you, so tell me girl, what you say. Irgendwie war das witzig, also ich mochte sehr, wie ich damals war auf YouTube. Ja, Leute! Und ich war so dieser Typ, wo man weiß, so, er gibt einfach keine F***s, so. Aber das war auch das, was mir die Jahre später, wo das Ganze natürlich irgendwie offizieller, kommerzieller wurde, was mir da natürlich ein bisschen zu Verhängnis wurde. Und zwar sind wir jetzt in meinem Auto und wir sind noch nicht ganz at home. PS4 haben wir natürlich nicht bekommen, das wusste ich aber schon, habe ich ja direkt am Anfang gesagt. Koteletten wie Elvis Presley. Die haben 10 Stück rausgegeben und die Leute waren so ausgewählt, die reingeholt haben. Richtig lustig, Mann. Ist echt so, man hätte sich sparen können, die Leute waren einfach vorher ausgewählt, Digga. Muss man sich mal so reinziehen. Warte, Polizei. Pokerface hier. Muss man sich mal reinziehen, Alter. Die waren so ausgewählt, die Leute. So ein paar Leute halt. Und alle waren... Der schaltende Boss, habt ihr gesehen? Ich voll aufgeregt. Ich war der Einzige, der übelst gut drauf war, Mann. Ja, der zieht hier. Auf jeden Fall hat mir richtig Bock gemacht heute, das Ganze für euch aufzunehmen und so weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich den Daumen nach oben da lassen. Wäre auf jeden Fall richtig korrekt von euch. Ich fahre mit Auto, mit Brille Auto, ja, ist halt so. Und dann sage ich nur noch bewerten und kommentieren. Nicht vergessen, habt ihr eure PS4 heute bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wann bekommt ihr sie überhaupt? Und dann sage ich nur noch haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ja, dann hoffen wir mal, dass es bei der PS5 so ähnlich wird. Ja, wenn die rauskommt, könnte man sich da ja mal vielleicht hin verirren. Wobei mittlerweile habe ich halt auch einen anderen Bekanntheitsstatus. Ich glaube, jetzt wäre das nicht mehr so. So, hier war es ja so witzig, weil ich so einer von vielen war. Und ich wüsste nicht, ob das dann auch immer noch so wäre, Freunde. Sorry, by the way, für die Augenringe. Ich bin gerade erst aufgestanden. Aber Leute, das hat mir gerade übertrieben Bock gemacht, dieses Video anzuschauen. Wenn ihr mehr Bock auf Reactions habt, jeden Tag ein Video, wisst ihr, was ich sogar gemacht habe? Ich erzähle es mal schnell. Weil ich nächste Woche werde ich ein paar Tage weg sein, habe ich gestern wirklich meinen alten Laptop komplett platt gemacht, komplett neue Windows drauf, alle Programme neu gekauft und neu runtergeladen, damit ich quasi von überall High-Quality Reactions aufnehmen kann, auch wenn ich nicht zu Hause bin, damit ich hier den Daily Grind weitermachen kann. Lasst mir gerne eine Bewertung da, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein bis dahin und holt euch eure PS5, wenn ihr es schafft. Oder auch nicht. Ciao, ciao.